herzlich willkommen zu unserer Sendung Erfahrungen in der Alternativmedizin. Das ist die Sendung, wo es hauptsächlich um die Zellen geht. Heute habe ich eingeladen meine Co-Moderatorin Astrid Hollenstein und meinen Klienten Andreas Speer. Ich freue mich, dass du persönlich herkommen konntest. Gerne. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Und zwar geht es darum, dass er eigentlich keinen Sport mehr machen kann. Und das ist eine Geschichte, die länger ist und die wir heute eigentlich als Zwischenstation mal erzählen. Was haben wir bis jetzt gemacht? Und wir werden dann eine zweite Sendung viel später machen, wenn wir es geschafft haben. Es geht mal darum, dass jetzt der Andreas seine Geschichte erzählt und dann, dass wir schauen, was haben wir bis jetzt gemacht und nachher, wie soll es weitergehen. Lieber Andreas, erzähl mal kurz, wie du zu mir gekommen bist und was passiert ist. Ja, also es ist Folgendes passiert. Ich war Anfang Dezember unterwegs und habe schon dann unterwegs gemerkt, ja, irgendwas stimmt da nicht und bin dann nach Hause gefahren. Und innerhalb von Stunden habe ich also eine wahnsinnig schwere Grippe bekommen, die mich also mindestens 10 Tage oder 12 Tage ans Bett gefesselt hat. Ich war nur im Bett gelegen, geschwitzt, Wäsche gewechselt und Wasser getrunken. Und ich konnte auch nichts anderes machen. War wirklich total danieder. Dann habe ich mich danach mit dir in Verbindung gesetzt. Wir haben da verschiedene Dinge gemacht, haben das auch eigentlich wieder alle anderen Dinge weggebracht. Aber was das Problem dann war, dass ich keinen Sport mehr treiben kann. Und ich krieg, und das ist jetzt noch viel schlimmer geworden, keine Luft mehr. Und das ist in den letzten Wochen hat sich das immer mehr verschlechtert. Mhm. Ich habe keinerlei Energie mehr. Mhm. Das ist leider Stand der Dinge im Moment. Richtig, das wissen wir. Ja. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass man das in ein paar Wochen, du kennst die Geduld von Sportlern, wieder hin. Ja, genau. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass du wirklich Leistungssportler bist und dass dein Thema ja nicht alleine ist. Das geht darum, dass der Mann, dass wir den Zuschauern auch erzählen, dass genau das das Problem ist. Also du warst extrem leistungsbereit und ja, auch sehr, sehr fit, oder? Du hast wie viel 1000 Kilometer schon Marathone gemacht? Naja, das sind mehrere 1000 Kilometer in einem Jahr. Also das sind wahnsinnige Sachen. Und du wirst so schwer krank von einer Grippe. Und dann habe ich dich behandelt. Was hat dich in den ersten Monaten am meisten bewegt? Wir haben ja 6 Monate gebraucht, um mal dich zu entgiften. Was hast du gespürt? Was ist besser geworden? Was alles haben wir gemacht? Also was auf jeden Fall besser geworden ist, dass ich konnte ja schon wieder leicht laufen. Also das haben wir auf jeden Fall hingebracht und auch die ganzen anderen Sachen. Ich habe ja auch mit dem Plasmagerät dann gearbeitet. Ja, also es war wirklich so, wie wenn die Sonne wieder aufging, ja. Und ich habe gedacht, jawohl, wir sind also richtig in der Spur, bis es dann eben leider wieder eingebrochen ist. Ja. Also einfach die Lungenleistung. Hm? Und die Lungenleistung ist so nach unten gegangen. Genau, genau. Bei der Lungenleistung, also das heißt, wenn du jetzt bergauf läufst, dann kommst du nicht in die Gänge. Oder ist es schon beim flachen Laufen? Nein, ist jetzt schon beim flachen Laufen. Ich, wenn also rausgehe und 200 Meter laufe, nach 200 Meter bin ich schon außer Atem. Ja. Okay, okay. Also ich erzähle vielleicht den Zuschauern, was ich gemacht habe. Also der Andreas hat von Anfang an gesagt, ja, er behandelt sich selber und hat sich ein Reiftech Plasma gekauft und hat auch mit der Repulslampe gearbeitet. Das ist natürlich für mich sehr, sehr gut, weil die Distanz zwischen München und der Schweiz ist doch recht groß. Und so konnte ich eigentlich ihn aus der Ferne sehr gut behandeln. Und das haben wir auch sehr gut geschafft. Das heißt, alles hat eigentlich funktioniert, ja, nur seine Lungenleistung nicht mehr. Und bevor wir die heutige Sendung gemacht haben, haben wir jetzt gestern Abend haben wir einen Test gemacht und haben mal geschaut, was eigentlich ist bei Andreas noch nicht in Ordnung und was ist alles schon in Ordnung. Und das Interessante ist, und darum geht's heute in der Sendung, dass eigentlich medizinisch gesehen er
gesund ist, eigentlich nichts mehr hat oder sportlich gesehen, aber unfähig ist, richtig Sport zu machen. Und das ist das Thema von heute, dass solche Sachen passieren können. Und wir haben es gestern ganz genau analysiert und eigentlich festgestellt, es geht primär um die Feindurchblutung der Zellen. Das heißt, die Lunge transportiert den Sauerstoff nicht mehr genügend in die Zellen. Das heißt, wenn er normal läuft, reicht's. Sobald er aber seine Leistung steigert, bekommt er zu wenig Sauerstoff in das Blut und somit in die Zellen und kann eigentlich keine Leistung mehr bringen. Und wir werden ihn therapieren, über mehrere Monate jetzt, um die Feindurchblutung der Lunge und der Alveolen hinzubekommen, dass er das Blut wieder mit Sauerstoff anreichern kann. Ja, Daniel, also wie hast du das diagnostiziert, wie bist du darauf gekommen, dass das Problem bei dieser Mikrodurchblutung liegt? Es ist so, der Werdegang war klar. Am Anfang fängt man im Makrobereich an und merkt, aha, wir müssen entgiften, wir merken da ein bisschen Leber, ein bisschen Niere und wir sehen im Prinzip, sagen wir alternativmedizinisch, sehen wir, da sind noch Probleme da und dann macht man die Probleme weg. Und jetzt ist er gestern gekommen und er hat keine dieser Probleme mehr. Aber er ist nicht mehr fähig, mehr Sauerstoff in das Blut reinzutun. Also wissen wir, dass durch diesen Infekt das passiert ist oder passiert sein muss und dass sich das aber nicht repariert hat. Also das heißt, durch den Wegfall aller Probleme ist einfach noch einiges übrig geblieben. Das ist ein ganz großes Thema, die Feindurchblutung aller Zellen. Das machen wir, das sieht man auf dem oberen Gerät nicht mehr. Wir sind da intrazellulär. Wir sind da nicht mehr im Thema zwischen verschiedenen Stoffwechseln, zwischen verschiedenen Organen, sondern wir sind in der Zelle. Das heißt primär natürlich in den Arterien, in den Feinarterien der Lunge, die nicht mehr richtig den Sauerstoff aufnehmen kann. Und das testen wir natürlich kinesiologisch. Ja, okay, das ist ein Diagnosemittel in solchen Fällen. Und wie gehst du jetzt vor? Also was habt ihr miteinander vereinbart? Was ist der nächste Therapieschritt? Genau. Also wir werden jetzt über mehrere Wochen und Monate werden wir jetzt hauptsächlich homöopathisch arbeiten. Und das Interessante ist ja, dass dieses Phänomen ein relativ neues Phänomen ist. Deshalb kann man nicht auf altbewährte Therapien setzen. Da muss man völlig neue Wege suchen. Das ist ja auch das Ziel von der heutigen Sendung. Und da haben wir interessanterweise festgestellt, dass bei der Feindurchblutung der Augen genau die gleichen Thematiken sind, weil bei ihm ist es jetzt nicht das Auge, sondern der ganze Körper. Und es geht um die Feindurchblutung. Also das heißt, über die Themen, auf die er angesprochen hat, also habe ich dann sofort gemerkt, ja, wenn das die Feindurchblutung des Auges eigentlich das Problem des ganzen Körpers ist, muss es mit dem zusammenhängen. Und dann kann man natürlich kinesiologisch, wenn man mal gefunden hat, wo der Weg hingehen könnte, kann man sich orientieren und kann natürlich weiterarbeiten. Das heißt, wir sind bei ihm stoffwechseltechnisch, ernährungstechnisch, in jeder Form sind wir eigentlich schon praktisch auf dem Optimum. Und jetzt gehen wir in die Information. Das heißt, wir gehen in die Zelle rein, weil wir keine Chance mehr haben, irgendwie stoffwechseltechnisch da noch was zu verbessern. Wir geben ihm selbstverständlich Omega-3 und all die Sachen. Aber die Feindurchblutung in der Zelle, das könnte noch Jahre dauern, wenn wir da nicht die richtige Information an die richtige Stelle bringen. Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass interzellulare Maßnahmen eigentlich nicht
mit Materiellen möglich sind, sondern nur feinstofflich durch Informationsmedizin. Wenn natürlich kein Manko mehr da ist, macht es nicht Sinn, irgendwas hoch zu dosieren, mit B-Vitamin hoch zu dosieren und solche Sachen, weil der dann 90% von dem, was er schluckt, wieder ausscheidet. Es macht nicht Sinn, sondern wir müssen die Information in den Zellen ändern, damit die Zelle sich wieder neu orientieren kann und sich wieder selber verbessern kann. Also wir arbeiten dann auf der Informationsebene und nicht mehr auf der Stoffwechselebene oder auf der naturmedizinischen Ebene, sondern wirklich auf der Informationsebene. Also du würdest sagen, die Zellen von Andreas sind gut genährt. Das ist eigentlich alles geschehen jetzt in den letzten Monaten. Praktisch zu 90% entgiftet. Ja, und eben, aber was die Zell Durchblutung angeht, die Mikrozirkulation, das geht jetzt einfach nur, ist das ein Prinzip, dass solche Funktionen eigentlich nur mit Informationsmedizin zu beheben sind oder zu beeinflussen sind? Es ist so, wir beeinflussen natürlich die Information jetzt auch über Geräte. Also wir haben jetzt natürlich einerseits die Homöopathie, mit der Homöopathie habe ich herausgefunden, in welche Richtung das wir gehen müssen. Wir haben dann weiter getestet, mit welchen Informationen muss er arbeiten auf dem Reiftechgerät. Das ist ja auch ein Resonanzgerät, oder? Und ist natürlich durch das, wir ja mit Plasma arbeiten, extrem intensiv. Also wir können da wirklich was bewegen. Und wir haben von 300 Ungrad Programmen haben wir nur 2 Programme, die genau das unterstützen, was er braucht, dass er die intrazelluläre Energie austauscht, die intrazelluläre Informationsaustausch, also Sachen, die wir in der Medizin, in der konventionellen Medizin, auch wir als Naturärzte, gar nicht dran denken. Und das ist der Sinn der Sendung. Wir denken gar nicht dran, dass wir ja eigentlich jetzt zwischen dem, sagen wir mal, dem Quant, das irgendwo mal in die Zelle kommt, und dem Stoffwechsel, das in die Zelle kommt, dass, wenn da eine Blockade ist, dass wir da im Prinzip, wenn das natürlich alle Zellen betrifft, bei ihm von der Lunge zum Blut, dann hat er eine Blockade. Das heißt, er kann gut leben. Also sein Leben ist sicher super, aber er ist nicht mehr Sportler und sein Leben besteht aus Sport. Also das heißt, wir haben ihm einen rechten Teil von seiner Lebensqualität durch die Grippe weggenommen. Und jetzt geht es darum, die wieder zu finden. Und es geht darum, hier in der Sendung zu zeigen, dass die Information, die Neuinformation, die hier gelöscht wurde, durch starke Entzündungen natürlich, dass die jetzt wieder neu aufgebaut werden müssen. Diese Zellen bauen sich nicht mehr richtig auf. Und ich weiß von der Literatur, dass sehr viele solche Sportler Probleme gehabt haben nach solchen grippalen Infekten. Ich habe eine Frage an dich, Andreas. Einiges ist gelaufen, eben der Stoffwechsel wurde entgiftet, deine Zellen wurden gut ernährt. Hast du subjektiv, also außer diese Einschränkung mit der Atmung, konntest du da etwas feststellen in der bisherigen Therapie? Ja, die anderen Dinge, also ich hatte auch wegen so Muskelschmerzen und so weiter, das ging alles weg. Also das war auch extrem nach der Grippe, da weh, aber das hat sich aufgelöst. Und da habe ich gedacht, jetzt geht's wieder auf und dann. Ja, ich glaube, es kommt einfach nicht. Und ich glaube, ich habe vorhin gehört, du hattest auch Allergien. Hast du da einen Effekt gespürt, jetzt in der bisherigen Therapie? Also den allergiemäßig muss ich sagen, ist momentan gar nicht mehr das Problem. Also es hat dir einiges gebracht und das Lungenproblem bleibt. Jetzt habe ich noch eine Frage, Daniel, zu deinen Ausführungen vorher. Du hast gesagt, wenn das Quant in der Zelle auf den Stoffwechsel trifft. Ja. Kannst du das noch kurz ein wenig... Ja, es ist ein gefährliches Thema, weil ich kann natürlich eine Stunde drüber reden. Also es geht ja darum, in der Zelle, in den Mitochondrien und in dem Zellkern ist ja verbunden mit dem ganzen Universum. Und das heißt, in der Zelle haben wir 98%, da passieren 98% der Stoffwechselprozesse nicht visuell sichtbar. Das heißt,
Wir können sie nicht nachprüfen. Das heißt, 98% der Zellaktivität wird gesteuert durch Informationen. Also das heißt durch Gedanken, durch Liebe und jegliche Information, die sie auf dieser Welt gibt. Und eine dieser Informationen kann ja dann eben die Homöopathie sein, die ein Quant hochenergetisch in die Zelle schleusen kann, damit dort nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip etwas entsteht, damit die Zelle sich neu formatieren kann. Wenn du jeden Tag an Liebe denkst, dann hast du eine andere Energie in der Zelle, als wenn du jeden Tag hast oder jeden Tag wütend bist. Und das kann man nur so erklären. Die Liebe ist für mich einfach das Wichtigste auf der Erde und dementsprechend ja für mich ein gutes Vorbild. Das ist das Quant, das heilt, oder? Also, und ich sag dem Quant, wir sind da in der ganzen Sendung sind wir in nicht mehr beweisbaren Ebenen. Wir können es aber, wenn wir eine Sendung machen, in ein paar Monaten nur so beweisen, wenn der Klient das Problem nicht mehr hat. Ja? Anders geht's nicht. Da machen wir dann noch eine Sendung über das Quant der Liebe. Gut. Nein, ja. Wunderbar, danke. Ja, ich verstehe, es ist eine Information, die dann das Ganze optimiert und dann können wir wirklich hoffen, dass... Und wir haben eine Kombination von ganz, ganz fein. Du musst dir vorstellen, dass die Homöopathie bringt Quanten und das Plasma bringt intrazellulär die Energie. Also das ist unheimlich stark, die Energie. Und diese Energie mit dem Quant soll dann in 2-3 Monaten das Resultat zeigen, das wir heute zeigen möchten. Für uns war aber wichtig, dass wir heute zeigen können, dass es noch wahrscheinlich viele, viele Menschen gibt wie du, die nicht mehr in die Leistung kommen vom Sport. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten Sie mit dieser Zwischengeschichte mal informieren, dass es da wahrscheinlich viele, viele, viele Sportler gibt, die ein Problem haben, sogar Spitzensportler, wenn die das erlebt haben. Und dass sie wissen, aus meiner Sicht mit der konventionellen Medizin ist man irgendwann und auch mit der alternativen Medizin ist man am Punkt, dass man hingehen muss und sagen, liebe Zelle, heil dich selbst und das natürlich dann unterstützt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ich Sie wieder in der nächsten Sendung begrüßen darf. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.